Tanz auf Melee Damage und Attack und Wait Was ist das Strength. süß, ey? Das ist voll knuffig. Sieht aus wie so ein Gürteltier. Sky, 10? 45. Ach, ganz links. Ah, okay. Nee, 10,35. 10,35 ungefähr. Also wirklich am Anfang Gebiet, weil ich sehe hier noch, also die normale Welt quasi. Okay. Und kein ja. Schnee ist, es ja. geht von unserer Haustür. Na, ja, da könnte ich vielleicht mal vorbeikommen. Und wenn man hier ein bisschen fast travelt und alles, dann kann man hier die Rüstung lassen eigentlich und ja. Wir müssen halt ein bisschen Zeug immer mal von hier aus unserer Welt schaffen, hier ist Öl. Aber sonst, ja. Kommt man hier mit Fast Travel hin. Und wir müssen hier. Könntest du dann ein bisschen Metall versuchen mitzunehmen? Weil dann könnten wir uns hier so die Grundausrüstung machen, damit wir hier nicht immer hinfliegen müssen, sondern mit den Betten Fast Traveln können. Ja, ein bisschen was kann ich schon mitnehmen. Ich hab ja einen Vogel dann. Ich würde gerne nochmal die Mammuts hier in das Loch reinschieben. Wollen wir das jetzt machen? Wo bist ja, du? Ja, es ist noch. Es ist 16 Gut, ich habe aber nur 38 Pfeile. Ja, oder wir machen jetzt erstmal Pfeile? Nee, wir machen erstmal das jetzt so fertig und danach sammeln wir Pfeile. Ja, der steht beim Tür im Haus auf. Können wir nicht jagen. Das sind. Da ist eine Raubkatze! Oh, die ist tot. Nein. Du bist tot oder die Katze ist tot? Oh nein, das ist tot. Die, was uns vorhin fast gut zusetzt. Und bitte nicht nochmal. Noch Latte Mammuts da unten. Ja, Mammuts wirst du hier viele finden. Hier ist auch so ein toter Wald, wo man gut farmen kann. Ich würde die Raubkatze probieren da. Die habe ich gerade eine. Nee, die hat ja kein Ding. Stimmt. Oh, die hat keinen. Hase, wo bist du? Ja, okay. Ey, ist das hier Metall? Ich versuche gerade was zu zählen. Das hier Metall, also 100 Meter neben einem 57-leveligen Rex. Oh, hier ist ein Mammut. Ich lock das mal zu uns. Das ist einzeln. Okay. Oh, nee, das ist einzeln. Ich sehe mehrere davon. Ich wollte gerade sagen, Mammuts sind gut, niemals allein du... unterwegs. Hey, das ist ein Albino. Das ist cool. Das sind zwei Mammuts, das ist nicht so schwer. Ja, ja, lock die in die Schlucht rein. Ja, kommst du? Ich schieß das schon an. Ich hab's schon lange angeschossen. Ja, ich hab's nochmal angeschossen. Wo ist denn das Loch? Wann denn? Wir schaffen das schon, bevor es überhaupt ins Loch geht. Ja, schon. Bist ja, du? Das war... Ich hol das andere. Ja, das kommt eh schon. Oh, da kommt's schon. In welche Richtung? 100 Meter? Ja, 50 Pelz ist schon in Ordnung. Weil du gesagt hast, 100 Meter von mir. Von dem Rex Richtung? Entfernt. Rex. Und dir habe ich nichts gesagt. Vorsicht. Kann's gleich, er kann uns unterschubsen locker, ne? Ja, klar. Lauf ein bisschen. Lauf ein bisschen. Oh, tot, tot. Komm, du es ab. Ich guck mal, was ich sonst noch holen kann. Ja, also das Pelz bekommen wir locker zusammen. Ja, das kriegen wir ganz gut hin. Heute Abend sollten wir... Aber jetzt wieder 85 durch zwei Viecher bekommen. Wir könnten... Sollen wir versuchen, diese richtig bösen Viecher anzulocken? Ja, und was machen wir da mit denen? In das Loch. Ja, die kommen, glaube ich, schon raus. Nicht unbedingt, da kommt man nicht so einfach raus. Warte, der Hirsch ist mir lieber. Hier erstmal den Hirsch. Na, also wir können schon versuchen. Kann schon versuchen. Alter, guck dir dieses silberne Geweih von ihm einfach an. Warte. Guck, ob ich den Stegosaurus auch jetzt platt kriege. Bleib stehen! Wie lang der Rex an diesem Diplodocus dort hängt. Wo hat denn der... Ein Schwert? Ja. Pike ist besser. Höhere Reichweite. Die macht dir nur 17 Schaden, wieso? Wo hat denn der seinen Leder? Crit-Punkt? Haben wir gerade nur Leder bekommen? Was? Ja. Ich hab Pelt, glaube ich, bekommen. Ich hab 3 Pelt. Ich. Okay. Mammuts sind da lohnenswert. So krass, auf der rechten Seite ein Level 57er Rex, auf der anderen Seite Gott, zwei Alpha-Tiere. Was ist das denn da unten?
Was denn? Wo bist denn du? Hey, guck rechts mal dahin, dieser männliche Garno-Dingsbums da, was da für ein Zeichen über seinen Kopf hat, so ein Kreis. Wo? Oh. Links, über der rechts. Klippe. Das ist ein Zeichen, dass er... Linke oder rechte Klippe? Klippe zu den toten Bäumen. Okay. Ein Yuturianus und ein Kano, Taurus, der hat ein Kano, der hat so Blitzezeichen und so eine Sonne irgendwie über seinen Kopf. Ich glaube, das sind die besseren Kanos, die man auch sehen kann. Siehst du das? Was ist das? Ich frage mich, was das ist. Oder es ist ein Zeichen, dass sie desynchronisiert sind. Es leckt was. Was heißt synchronisiert? Das ist, das ist auch so ein Direwolf, der dieses Zeichen hat. Ey, ist nochmal, noch siehst du, hier sind jetzt diese, jetzt haben die lila. Diese Wolfe haben solche lila Zeichen über deren Körper. Ich weiß, das ist... Will ich haben, diesen Direwolf irgendwie? Ja, alles haben. Dann 40 ist langsam zurück, weil es langsam, glaube ich, bald wird. Ja, sollten wir, aber wir könnten die Wölfe versorgen. Obwohl, die Wölfe schaffen wir nicht. Ja, komm. Und sagen zurück. Wir machen noch, wir holen ein bisschen. Wollen wir diese Feuerstein versuchen? Für diese Pfeile? Ja, okay, Feuerstein holen wir, dann gehen wir wieder weg. Ein bisschen Flint können wir immer gebrauchen. Ein bisschen Stroh. Wenn du willst, kannst du vorbeikommen. Hier kannst du richtig gut Öl farmen. Wir haben jetzt durch ein paar Steine 150 Öl gefarmt. Ja, das sind so riesen Steine. Ich bin gerade was beim CM 99,1% ist er stehen geblieben. Was zähmst du, den T-Rex? Ja, das gehe ich als nächstes an. Ne, einen Dodikorus, so ein Steineklopper, so einen runden. Ach, den zähmst du gerade. Mhm, aber es ist das irgendwie blöderweise rechts T-Rex, links Alpha Kano, Alpha Raptor. Davon ist nochmal ein normaler Kano. Es wird nicht so sicher sein, ob ich den heimbekomme. Ob du heimkommst, oder ja. Ich reite nicht auf dem, ich fliege mit dem Vogel. Ja, trotzdem. Also diese Nasenbären sind echte Hölle. Ja, ich werf die bitte nicht an. Ich hab ihn überladen, kann ganz langsam gehen. Ich auch. Kaum essen mehr. Junge, bin jetzt nicht um Base. Nicht besser. Ich hab das Gefühl, dass es gleich bald wird. Ja, wird doch bald. Bisschen blöd, dass diese Büsche nur ganz wenig Gras anbringen. Ich glaube, wir hätten vielleicht. Ich glaube, wir hätten mehr mitnehmen sollen. Ich hab dir gesagt, nimm mehr mit. Und ja, ich wusste noch nicht, dass es das so extrem ist, dass hier so wenig hier aus den Büschen rauskommt. Ich hab dir gesagt, das ist hier eine Unwelt. Man könnte ja rein theoretisch auch da hinten zum normalen Gebiet hingehen, weil das ist nicht weit weg. Ja. So, ich hab hier ein bisschen gefarmt. Gut. Dann komm rein in die gute Stube, Herr Twi'lex. Ja, ich schreite mit langsamer Geschwindigkeit voran. Ja, scheiß aufs Dach, Jungs. Wir brauchen das hier nicht. Die Viecher. So. Oh, was machen wir jetzt? Ein bisschen raus, ein bisschen Fleisch rein. Ja, mach ein bisschen Versorgung, denn. Und wie viel habt ihr schon gefarmt? Ein bisschen, aber es ist sehr unwirtschaftlich hier. Wir sind zwar noch sind wir nicht gestorben, aber allein um unsere Rüstung zu reparieren, brauchen wir ja dann fast nochmal ein komplettes Set. Meine Hose braucht 30, 9, 2, 6, 17. Alter, ich glaube, wir haben gerade mal dann. Übel. Das ist richtig übel. Wir bräuchten, glaube ich, echt einen Balken. Alter, so ein Quetz wäre jetzt echt was Schönes. Da sind wir noch so weit davon entfernt, das glaubst du gar nicht. Ich weiß. Naja, wir können schon Skorpione holen und wir haben Adler, also. Keiner von uns ist ansatzweise Level 90 oder wo es immer den Sattel dafür gibt. Ja, ich weiß. Wir müssten uns eigentlich hier oben in ein Viech zähmen, das hier erläutert wird. Man muss ja mal bedenken, wenn wir dann später in die Höhle gehen mit dieser Rüstung und die jetzt schon und die nicht viel aushält, dann muss man ständig reparieren. Dann ist es vielleicht auch nicht die beste Rüstung.
Naja, du brauchst sie, aber wenn du die Höhle schaffen willst. Ja, glaube ich nur. Eine beste Rüstung ist es auf keinen Fall, ne? Aber sie halt bietet dann am besten. Kurz AFK. Ich bin auch kurz AFK und frag, wann's essen gibt. Mach mal. Beste Rüstung ist es auf keinen Fall und dann? Was wolltest du sagen? Aber es ist halt die einzige Rüstung, die gut für gegen Kälte ist. Achso, ja, wegen der Wolle und das alles, ja, stimmt. Aber es ist halt kacke gelöst, finde ich. Also ich finde. Hat halt so wiederum mehr Herausforderung. Ja, das stimmt. Und trotzdem ist es irgendwo krass, finde ich. Du überlegst, was du alles brauchst, um sie nur zu reparieren. Was gab's zu essen? War doch ein Teller. So, 2 Stacks Fleisch habe ich schon mal wieder. Was hat mein... Er hat gar nichts mehr. Der kriegt jetzt erstmal hier... Ne? Ich will immer Daniel sagen. Eigentlich sollte ich ihn Daniel nennen und ich weiß Birkene. Ich will immer Daniel sagen, ey. Das hat Daniel nichts mehr. Mal die Tür zu, dass hier nichts passiert. Ich hoffe, die töten meinen Vogel nicht, ey. Mein Tweety. Mir ist kein Name eingefallen. Hab ich ihn Tweety getauft. Wo bist du jetzt unterwegs? Auf dem Weg nach Hause. Ah, okay. So, bin ich wieder da. BBB. So. Aber ich habe jetzt Essen und mir ein Video anschauen dazu. Also bin ich nur noch auf. Quasi AFK. Okay, alles klar. Du stirbst da nicht, oder? Nee, ich bin im Haus drin. Komm schon mit Weihnachtslieder in der Werbung. Ich krieg Motten. Wenn ich. Ach, auszuhalten. Ich hätte so ein Viech, das Sachen klaut. An meinem Adler unten dran. Eigentlich würde ich es zu gern irgendjemanden vor die Tür setzen. Aber nicht mir. Nee. Ich kill es. Da hat jemand Schluck auf. Da ja, denkt jemand an dich. Nennen wir es Schluck auf. Was? Oder was? Was war dann? Kopal. Ja. Ah, Kopal, okay. Ist ja noch gar nicht daheim. Tante Emma und Biermausel. Mit wem bist du denn unterwegs? Ah, mit dem Großen. Oder? Liegt ja, steht ja irgendwo da unten. Mich wundert, dass du deine Haie hier in dieser Bucht parken kannst, ey. Warum? Ja, weil es eigentlich zu sacht ist, oder nicht? Es geht. Ich weiß auch schon einen Namen für einen Raptor. Ich will jetzt einen männlichen Raptor haben. Den nenne ich Timo. Heißt meiner im Singleplayer. Hey, du hast angefangen mit einem. Stroh umbauen. Oder mit deinem Haus umbauen. Ja, hab angefangen gehabt. Und dann hat mich die Lust nicht mehr gepackt. Vor allem, weil du verdammt viel Holz brauchst. Ja. Und du musst bedenken, du hast doch kein einziges Fenster gesetzt. Nein, stimmt. Das könnte ich eigentlich zuerst machen, bevor ich es umbaue, oder? Weil dann weißt du schon mal, wo du Fenster haben willst und dann einfach den Rest alles... Ist eigentlich richtig. Ja gut, in der Reihe, wo das Holz jetzt ist, kommt sowieso kein Fenster. Die kommen ja eins runtergesetzt. Wenn okay. Dann. Und dann will ich ja unbedingt eine ganze Glaswand haben, eine Glasfront. Die will ich vorne haben. Dafür brauche ich halt Kristall und das habe ich ja mittlerweile auch schon ein bisschen gefarmt. Die Höhle. Mhm. Ja. Das wird schon. Ich weiß noch nicht genau, wo ich die Fenster reinbaue, aber
Ich habe schon so eine ungefähre Vorstellung davon. Ich will auf jeden Fall mehr mit diesen großen Fenstern arbeiten, also mit der ganzen Wand. Mhm. Als mit diesen kleinen Pupsdinger da. Die Pupsdinger gefallen mir nicht. Vor allem, wenn du die ganz unten setzt, damit du rausgucken kannst, finde ich, sieht das von außen total bescheuert aus. Mhm. Mach ich gleich ganze Glaswände als Fenster. Duidus. Hab ich mir so gedacht. Aber dann welches ich ja Level bist du? Ich bin Level 6. Level 56. Okay. Dann könntest du doch den Sattel bei Level 34 erlernen, oder? Ja, was für ein Sattel soll das sein? Warte mal, 34. Doedios, irgend sowas. Ja, kann ich. Genau. Brauchst du den? Mhm. Soll ich ihn erlernen für dich? Ja, warte mal, ich schau mal, vielleicht habe ich auch einen Blueprint dafür oder sowas, aber ich glaube nicht. Was ist denn ein Doedicurus? Ein Doedio, Dukudukus. Gesundheit. Hallo. Augustina ist ein guter Name. Doedios, nee, hab ich nicht. Dann erlerne ich den jetzt. Das wäre nice. 38 war das, ne? Mhm. Ne, 34. Doedios. 5 Metall, 15 Stein, 200 Leder, 110 Fasern. Okay, hab ihn erlernt. In der Werkbank kannst du alles drin liegen lassen. Ja, Metall ist drin, Leder ist drin. Fasern gehen noch ein bisschen was ab, aber da haben wir echt auch genug. Herstellung, wo ist er denn? Kann sein, dass du den auch im Inventar craftest. Oder? Sattel, da. Sattel. Nee, hergestellt im Werkbank. Ja, mein. Ich seh's. Soll ich herstellen? Ja. Bitte. Für dich mache ich fast alles. Dankeschön. So. Sind ja schon alle weg? Jetzt wie schaut Film und es Essen oder pff, keine Ahnung. Hm. Und wir sind hier. Warte, ich komme mit. Oh. Werde ich glaube ich mal mein Essen in Preserving Bin legen. Und ah, ich hol dich eh ein, du bist eh langsamer mit dem großen Vogel. Eine Pause machen, wenn jetzt alle weg sind, ey. Und mir erstmal ein paar Videos anschauen. Oh Gott. Hilfe. Ach, du Dois. Du hast ein Level up. Hm. Ich wollte eigentlich mal ganz gerne, ich schau erst mal, wo seine Problemzonen sind. Und dann schau ich, was ich brauche. Ach, und der baut jetzt Steine ab, oder was? Mhm. Tanz auf Melee Damage und Attack und Wait. Was ist das süß, ey? Das ist voll knuffig, sieht aus wie so ein Gürteltier. Scheiß ein Tudor wie ein großes auf jeden Fall. Ah, das ist ein Gürteltier! Bin zu weit konnte gerollt. Konnte jetzt so rollen? Seine Rechtsklick, nee, was macht er mit Rechtsklick? Ach so. Hm. Rolling. Rolling Stones. Yes. Okay, eigentlich sage ich mal wirklich Nahkampf und Tragkraft. Ausdauer ist eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Aber es geht richtig geil. Ich habe jetzt schon 100, 200, 300, 350 Stein. Den drei Steinen hier. Oh, und wieder Level up. Es gibt Rotspots, welches Level ist er? Ja, bloß Level 4, als ich ihn gezähmt habe. Das war der einzige, den ich gefunden habe. Ja, Level 6. Aus einem so ein Ding 30 Stein. 78 Stein. Das ist gut. So lässt man Steine fahren. Ja. 30. 53 aus einem. Ich glaube, dass man zwar nicht allzu viel mehr rausbekommt als mit einer Spitzhacke, aber es geht halt recht viel, viel schneller. Ich könnte mal ausprobieren, pass auf.
Spitzhacke? Also wenn er, mit der Axt, meine ich. Axt ist ja für Stein. Meine ich ja. Meine ich ja. Von Stein, okay. Ja, bau mal drauf los. Also schneller gehen tut's auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall 34. Okay, ich habe jetzt aus dem kleinen Haufen 26 rausbekommen. Na siehst du, also geht's auch schneller und ist effektiver. Ja, mit Sicherheit. Okay, das ist keiner zum Abbauen. Das Rollen ist so geil. Ja, aber mehr Steine sind es auch nicht. Ich habe jetzt 49 aus so einem großen rausbekommen. Ja. Aber halt mit zweimal schlagen ist das Ding halt down, der Stein. 36. Mhm. Und jetzt ist überfüllt. Bis er voll ist, habe ich drin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 800 Stein. Geil. Töte gerade Dodos. Rollen, 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 rollen. Bin interessiert, was passiert, wenn ich ins Wasser reinroll. Okay, dann bleibt er stehen. Im Wasser ist er definitiv nicht der schnellste. Da ist noch ein Dodo. Okay, das nächste. Und er braucht ziemlich viel Ausdauer, wenn ich den immer so rollen lasse. Aber er ist auf jeden Fall schon mal gut für Steine schleppen. Das ist gut. Aber er braucht so viel, unglaublich zu viel zum Essen, das ist ja irre. Augustiner Daumenlevel, willst du den hier stehen lassen? Ich lasse den aber hier stehen. Ja. Ich habe ihn jetzt einmal leer gemacht, alles in den hier reingepackt. Ja gut, mit dem kannst du auch gut transportieren. Aber ich habe ja mittlerweile auch einen, wenn ich den mal wieder kriege. Ist der, sind sie mit dem hochgeflogen oder wie? Ja, ja. Zwei sind sie geflogen. Malm und dann noch dem von Percy, glaube ich, ja. Aber nur weil Team meinte, ich soll den Vogel behalten. Er braucht den nicht. Die. Ja, behalt ihn. Okay. Was ist jetzt mit deinem Fass? Ja, es sind schon zwei Flaschen Bier raus. Man muss allerdings für jedes Mal muss man ein Glas reinlegen. Das quasi. Ja, und ein Glas, also jetzt nicht im Wasser, doch ein Wasserglas. Ein Wasserglas musst du reinlegen, das dann und in dem kommt dann Bier rein. Was bringt dir das Bier? Ich habe es noch nicht getestet. Ich wollte da mal so eine Handvoll machen. Dann wollte ich mich gemütlich quasi an einen Tisch setzen und eine schöne Feierabendbier trinken. Dann nimmst du die aber mit. Dann nehme ich die natürlich mit. Ah, oh, das ist. Du kannst mir helfen, einen Stein hier einzusortieren. Kann ich dir helfen? Was muss ich tun? Oh, will ich nicht. Nein, ich vergesse immer, mich wieder hinzusetzen. Jetzt. Ich vergesse immer, T zu drücken. F, einfach nur F. Wo rein? Zweite Kiste von rechts hier. Ich hatte auch ein bisschen, ach egal. Das ist nicht die Kiste von rechts, die zweite. Was war das denn für eine? Das war die zweite von links. Ach verdammt. Fail.